Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Burago und diese Therapie hier ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Create Prison Architect und haben jetzt wieder schon Drogen gefunden hier. Sind dabei ein bisschen aufzupimpen, sind da ganz mal ganz schick zu machen. Dann sind es immer noch kalt. Boah, das müssen wir uns was einfallen lassen. Wäre sowieso spannend, aber hier die Räumlichkeit dazwischen irgendwie auch mal praktisch irgendwie nutzen könnte. Vielleicht machen wir da den Super Security Block da rein. Oh, guck. So, wo bleiben wir stehen geblieben? Laden. Da fehlt uns aber die Kohle. Wir könnten aber theoretisch ja Folgendes machen. Gehen wir da rein und noch einmal einen Ladenschrank hier. So, noch einer hinsetzen. Einfach, weil wir das können. Oh. Ah ne, der hatte Drogen gehabt. Der Hund läuft hier super. War echt eine coole Idee, ihn da reinzusetzen. Oh, hier unten sind die auch am schön. Da sind wir vollgepackt mit Hunden. So. Ach du Scheiße, stehen ja auch hier an Massen hier an. Ja, Probleme mit den komischen. Ah, ich verstehe. Wir haben ja ein kleines Grundproblem mit dem Abstand. Okay. Umfassungsmauer. Jetzt sollten wir da ein bisschen was mal tun hier. Da haben wir keine Kohle dafür. Das ist das andere Problem. Also lass mal, da müssen wir auf alle Fälle mal nachkorrigieren hier. Die Freunde kommen ja nicht raus. Das bedeutet eigentlich, vielleicht sollte man nochmal die Zone neu gestalten. Und zwar habe ich das gerade so. Das sind eigentlich hier die Zonen. Ne, Quatsch. Was ist denn das? Raumqualität. Und zwar hier rein. Und zwar, so gucken wir mal, die Müll. Die Anlieferungszone. Import sozusagen. Eingangszone. Exportzone haben wir hier. Wo ist die Import? Lieferzone. Die werden wir mal folgen. Das machen wir mit der Lieferzone hier. Die werden wir mal ein Stückchen hier. Nicht? Einfach mal ein Stückchen hier wegnehmen. Und dafür lieber ein Stückchen größer machen hier oben. Damit können wir dann die Exportzone hier, die hier, ein Stückchen größer machen hier. Und umgekehrt sie hier ein Stückchen kleiner. Und dafür die Müllzone. Genau, die Müllzone hier. Ein Stückchen größer machen. Und hier unten mal ein Stückchen wegnehmen, damit die nicht so weit runterfahren. So. Einmal ein bisschen umgestaltet. Und was ganz wichtig ist, habe ich gerade Idee gehabt. Und zwar, wir werden einfach mal ein Servomotor nehmen. Und zwar, wo haben wir ihn denn? Da, Türschaltuhr, nein, hier Servo für Tür. Und werden gucken, ob man die hier vielleicht irgendwo hier mal. Autospeicherung. Können wir nicht. Ah, doch, hier. Können wir so machen, ja. Haben wir die Kohle für den anderen auch noch? Nee. Ah, doch, haben wir gerade gekriegt. Drinne. Und da verbinden wir die einfach. Allein mal die mal bauen, dann verbinden wir die einfach. Dann kann das dann auch noch automatisch geöffnet werden. Wieder ein Grund für die Türautomatisierung. Alles klar. Automatisierung steht. Strom steht nicht. So, wir müssen mal den Strom besser hinkriegen. Ne? Mal gucken, ob das reicht. Wenn wir hier hingehen. Und dann das Ganze auch verbinden. Und zwar einfach mal. Oh. Ist der oben auch fertig? Ja, der oben. Ist nicht fertig. Weil er den von außen anbringen muss. Ah. Oh, da kommen die Laster an. Mal gucken, ob das reicht, dahin Strom hinzukriegen. Und Geld, unbewusst dringend sehen, ob wir Geld kriegen.
scheint so, als würde das nicht reichen. Das heißt, hier drüben wird auch ein Stromproblem geben. Die Frage, wie kommen wir da an den Strom ran? Ja, zu wenig Geld. Aber wir können es ja schon mal anknüpfen, sozusagen. Wenn wir Geld haben und das verbunden haben, das auch benutzen können. So. Übrigens, die Anzahl der Connection ist irgendwann begrenzt. Man kann nicht unendlich viele ransetzen. Dann müssen wir uns das Neue einfallen lassen. Sozusagen jeden zweiten bei den einen wegnehmen oder so, keine Ahnung. Oh, was haben wir hier gefunden? Ah ja, schon wieder was gefunden. Schnüffel, Schnüffel. So, Hund ist super. Echt, Kronite, ich bin immer wieder begeistert von der tollen Idee. Da hätte ich auch selber kommen. Und die Hunde, ach, schnüffeln ja, Quatsch. Oh, okay. Dann wird es bestimmt da rein. Jetzt wartet er hier am Ausgang. Wer hätte gedacht, dass das zum Problem wird? Okay. Temperatur haben wir jetzt auch da. Okay. Jetzt hat die das sogar schon geschalten. Und was haben wir jetzt hier gefunden? Bedrohung. Super. Mehr Drogen für alle. Sozusagen. So. Kohlemäßig sind wir immer noch schlecht bei Sache. Aber ja, die erste Ware ist da. Ist das super. Die erste Ware da für unseren Laden. Wir können es bloß noch nicht verkaufen. Weil der Ladenschalter fährt. Oh, hier auch wieder Drogen gefunden, ja. Im Laster sogar Drogen gefunden. Das ist ja noch besser. Klar. So. Strom ist ja immer noch an das Problem hiervon. So. Unten ist das ja schon angeschlossen, da braucht man das nicht mehr händisch selber machen. Und es wäre wahrscheinlich nicht verkehrt, wenn wir hier draußen ein paar Lampen hinsetzen. Oh, persönlich gesehen. Eine steht ja schon da. Da nochmal noch eine. Da nochmal eine. Oh. Ja, vielleicht da noch eine. Ja, die können wir wahrscheinlich wegnehmen hier. Oder hier nochmal eine hin. So. Lampen kann nicht schaden. So, was? 100 Haulot. Würden wir mal gucken, wie das aussieht bei den Häftlingen. Hohes Risiko. Wo die herkommen, das weiß ich gar nicht mal. Weil die wollen wir ja gar nicht haben. So, machen wir hier mal die Geschichte. Mehr Gefängnisse, mehr Gefangene. Wir haben ja noch Platz. Wir können noch 11 Gefangene reinnehmen. Dann sollten wir das auch nutzen. So, die Zeit. Oh, wir haben jetzt sogar 3 wieder mit Pause und so. Super. Müde. Trick. Personalschlüssel. Okay, die kommen da rein. Interessant war natürlich das Problem hier an der Ecke. Die müssen wir wahrscheinlich wegnehmen. Nehmen wir wahrscheinlich wegnehmen hier. Objekt abreißen. Und da muss natürlich eigentlich sowas hier hin. Weil Gefangene sollten da vielleicht nicht so einfach rein und raus spazieren. Okay, der bringt doch noch mehr Ware hier rein. Das ist schön, wenn die Ware auch mal ausgepackt wird. All dies nicht so einfach. Wir warten eigentlich jetzt noch auf $500, damit wir endlich durchsuche dann mal die Ware. Eine wollte ich die Tür ja weg haben. Die da. Genau, hier abreißen. Und dann eine Sicherheitstür reinsetzen. So. Eigentlich ruhig heute hier.
Und LKW-technisch läuft es jetzt auch super. Was? Auf Patrouille? Also. Da kann man gucken, jetzt sieht man grünes Licht, Tür geht auf. Aber schauen wir, was gut war. Achso, hier fehlt auch noch Strom. Wieso fehlt da Strom? Strom. Und wieso ist hier so eine komische Tür? Die sollten wir auch mal abreißen hier. Macht ja keinen Sinn, die Tür hier. Die können wir wahrscheinlich ganz rausnehmen. Genau, das würde ich auch vorschlagen. Wir nehmen die ganz raus, machen dann eine Mauer hin, weil die können hier außenrum in den Hof gehen. Wir brauchen keinen extra separaten Zugang. Genau, der baut hier das schon mal ab. Und dann machen wir eine normale Mauer ein. Kostet ja bloß 50. So, Ziegelwand. Stromtechnisch sieht auch noch safe aus. Er wird spannend, wenn wir jetzt den anderen Tag haben, wenn die nächsten Gefangenen kommen. Oh, da ist auch ziemlich dunkel in dem Zwinger. Ja, wollen wir eine Lampe reinsetzen, ja. Das machen wir nicht so. Muss ja nicht dunkel sein im Zwinger. So. Alles klar. Tja, das heißt eigentlich nur warten auf Kohle. 454 haben wir schon. Das sollte ja fast dann bald da sein. Naja, hier wollten wir ja noch eine passende Tür reinsetzen. Die haben wir, glaube ich, auch schon da. Die kostet uns kein Geld. Oh. Man liegt hier rum. Liegt Dreck rum. Hat wieder einer hingekotzt. Das ist ja skandalös. So, hier will ich dann den Waffenraum übrigens reinmachen, damit wir ein paar Bewaffnete da haben. Und Taser-Ausbildung. Okay, hier auch mal an das Türchen. Tür drinne, 454, ja, yes, so. Dann beschleunigen wir das Ganze mal hier mal. Das hätten wir auch eher schon machen können. Hätte ich auch dran denken können, einfach das Ganze beschleunigen. Und dann geht das auch. Ah, hier wird's hier rein. Okay, dann durfst du auch hier rein. Dann durfst du auch wieder raus. Ah ja, 600 ist super. Das reicht nämlich aus. Jetzt können wir hier die lustige Ladenfront reinsetzen hier. Einfach mal hier so. Alles klar. Brauchen bloß noch die Ladenfront reinbasteln. Ware bringen sie ja wie die Massen. Das ist nur keiner da, der es kauft. Okay. So, mal sehen, ob wir das heute noch fertig kriegen. Hier sieht auch kacke aus. Müssen wir nochmal aufräumen hier. Oh, Papa. 1, 2, 1, 2. Ja. Und die anderen hier Objekte verkaufen, ja. Verkaufen ist nicht, nur abreißen. So, Autosave ist ja ganz witzig. Es leckt nur ein bisschen dann. So, was haben wir da oben noch zu tun? Ah ja, kommt ja mit der Ware. Ach, der baut die Theke schon mal ein, ja. So, unser Geschäft ist fertig. Wir haben den Laden. Mal gucken, ob der auch läuft dann. Wo müssen wir denn da hin? Hier müssen wir hin. Logistik. Zwei Arbeiter haben wir eingeplant. Die können auch so arbeiten. So, die Frage ist, wen setzen wir da oben rein? Plantechnisch würde ich eher sagen... Ah, bin ich mir nicht so sicher. Ah, lass mal alle mal arbeiten, dann sind wir nicht so, dann haben wir da keinen Stress. Aber hier würde ich sagen, nur die hier. Und die anderen sind mir zu heiß. Oder, ach, scheiß drauf, wir sind sehr sozial hier, halt. Da brauchen wir keine Streife, wir brauchen, das ist ja Logistik hier. Quatsch, das war doch schon richtig. Bin ich heute verwirrt hier? Allgemein. Okay. Freischalten. Jeder darf diesen Trakt betreten und die Türen hier sind offen. Ah, ja. Hightech würde ich nicht machen. So.
gucken mal, was wir in den Laden bei anderen, ob hier dann irgendwann Action reinkommt. Scheint doch richtig zu sein. Taschenrechner auf der richtigen Seite. Hier ist wieder Gruppenduschen angesagt. Oh, rein in den Zellen hier. Und hier haben wir immer noch so ein komisches Stromproblem. Ja. Am Prinzip können wir die Zeit dahingehend anpassen. Duschen können sie jetzt alle zur gleichen Zeit. Weil, die haben ja ihre eigenen Duschen. Das heißt, wir können das hier nichts hier machen. Duschen könnt ihr jetzt beide zur gleichen Zeit. Nur haben die weniger Freizeit als die anderen. Als solches. Man kann sich überlegen, ob man auch sowas hier macht, Hof, aber na, lass mal lieber. Wird dann komplizierter, wenn du mit dem Wachplan. Muss man ja dann auch anpassen. Und da habe ich jetzt keine Lust. Okay, hier wird beschnüffelt. Nichts gefunden. Ah ja, hier haben wir jetzt eine Art erarbeitet. Also ein Problem, wir haben da kein Licht. Das Licht haben wir nicht mit abgerissen. Wo ist Lichtlampen? Hier haben wir zwei Stück da. Zwei. Okay, der will arbeiten. Ne? Er arbeitet. Geld. Verdient er ein bisschen was. War eine super Idee. Mit dem Einkaufen war super. Will man bloß noch sehen, dass sie das Chaos da drin ein bisschen aufgeräumt kriegen. Ja. Ah ja, kommt einer, der räumt nochmal die Ware hier rein. Ist gut, bei Deathly Roma 2. Einer, der einräumt, einer, der verdickt. Lustiges Bildchen oder Schmuddelmagazine. Wir wissen es nicht. Oh, der kauft sich schon mal gleich ein Schmuddelheft. Das war echt eine coole Idee. So, wie schaut es hier aus? Der hat schon wieder gekotzt, der am Arbeiten unterrichtet. Wir haben noch eigentlich geguckt, ob unsere Schule hier unten funktioniert. Hier oben funktioniert hier. Ah ja, ist ja eigentlich gut besucht. Da kann man mit Handschellen hier hin. Trotz Einzelhaft hat der Schulunterricht. Okay, wie sieht es bei denen hier aus? Hier Betrug für Jahre, Charakter, Erfahrung, Erfolgschancen. Naja. Wie sieht es hier aus? Erfahrung. Oh, Erfolgschance gleich 0. Erfahrung. Ja, ist auch so ein Kandidat, so ein Schulversager. Das ist ja. Naja. Aber wir haben den Laden ein bisschen aufgeräumt. Das bringt schon ein bisschen was. Jetzt geht der Arbeiten hier. Geht die nächste Schicht los hier. Der räumt da auch ein bisschen den Wagen auf. Der super knackige. Was hat denn der überhaupt gehabt? Erfahrung. Besserungsprogrammgeschichte hat er gar nichts gemacht. Was hat der eigentlich angestellt? Biografie. Verurteilt zu 11 Jahren wegen Money Laundering. Geldwäsche. Ah ja, ein Geldwäscher. Erfahrung, Ruf, Aktivitäten, Einstieg, Tagesordnung, Schlafen. Okay. Schlecht. Normal. Okay. Aber sicherheitstechnisch macht ich schon ganz gut. Los, keine Besserung in Sicht. Das ist schade, keine Besserung in Sicht. Und so, was wir jetzt als nächstes vielleicht mal überlegen sollten, wäre das Thema mit der Kirche. Religiöse Führung. Und mal gucken, ob wir das Ganze ein bisschen hübsch machen können. Weil, sagen wir mal, ein bisschen Geld hier. Was haben wir denn da hier? Betonplatten. Nur im Innenbereich. Okay, können wir die hier setzen? Da sind schon gesetzt. Keramik, Sand, Kies. Ah ja. Machen wir die ganze Schicht mal so hier. 1, 2, 3, hier hin und. Oh. Kriegen sie ein bisschen Kies da rein. Und der Hund hat auch wieder zugeschlagen. Echt, der funktioniert super mit dem Hund. So, und hier werden wir Folgendes machen: Nicht Sand, sondern ein bisschen Gras hier so. Bisschen Gras kann nicht schaden, das ist nämlich gut für die Seele und so. Ja,
Auch ein bisschen Gras. Dann sieht die ganze Kacke aus. Ähnliches machen wir dann hier. Oh, ein bisschen Gras an den Ecken hier. Dann bleibt es dann so. Oh, Gras. Und hier in der Mitte setzen wir nochmal den Kies hin, ja. Dann passt das optisch besser. So, was haben wir denn hier eigentlich für komisches Zeug gelegt? Steine? Nee, machen wir nicht Steine. Ganz normale Gehwegplatten hier an der Ecke, ja. Steine ist auch Quatsch. So. Hier auch mal ein bisschen Gras. Ganz aber ein bisschen aufpeppen hier, damit das nicht so scheiße aussieht hier. Oh, hier Gras. Da kommt auch noch eine Gehwegplatte hin. Alles klar. So. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Als solches, wir mal gucken, ob wir unseren Sicherheitsraum hier aufbauen hier. Das würde ich jetzt nicht als nächstes mal machen. Ja, Sicherheit, Waffenkammer. Die Waffenkammer muss natürlich hier dementsprechend gesichert sein. Da muss natürlich so eine Tür davor. Man könnte natürlich noch sowas hier machen, aber gut. So, Waffenkammer. In die Waffenkammer muss rein. Spinte. Und natürlich Waffenschränke. So, Waffenschränke, Spinde, ein Tisch. Wieso wollen die immer einen Tisch mal drin haben? Und die Tische sind immer so scheiß groß. Die nehmen immer so viel Platz weg. Das Problem ist nämlich, nur so, je nachdem, wie viel Platz man hat, je nachdem, wie viel Spinde man hat, kann man bewaffnete Truppen drin haben. So. So, da fehlt halt noch ein bisschen was. Da kommt er wahrscheinlich mit dem Tisch. Alles klar. Und der Strom sollten wir auf alle Fälle mal einen Blick nochmal werfen. Wir sind ja gerade so nur dem Desaster entgangen. Da sollten wir auf alle Fälle mal hier ein bisschen was tun, ja. Aber haben wir wenigstens genug Rückhalt dann, bevor wir das nächste Mal in die Bredouille kommen. Warum das hier so komisch aussieht, weiß auch keiner. Oh. Damit haben wir ja die Möglichkeit, Personal einzustellen, und zwar bewaffnetes. Ein, zwei Stück. Okay, sieht auch nicht so schlecht aus hier. Vielleicht soll man noch ein bisschen mehr Gras machen. Kann man noch Geld für Gras? Oh. Noch ein bisschen mehr Gras. Sieht nicht ganz so kacke aus. Mosaikfliesen. Nur für Innenbereich. Vielleicht hier so. Gucken hier. Die Werkstatt damit. Einfach nur, damit das optisch hübscher aussieht hier. Haben eh keine Kohle. Keine Kohle für die Mosaikfliesen. Naja, dann halt keine. Okay. Dann sehen wir mal, als nächstes anstellen. So, interessant ist vielleicht, sollten wir hier das mal aufbrechen. Oder hier sollten wir vielleicht den Bereich vergrößern. Ah ja, Personal sehe ich gerade. Wir haben ein bisschen Problem mit Personal. Sollten wir vielleicht auch mal das Personal aufstocken. Und zwar in der Form, dass wir wirklich Personal besorgen. Ja, wenigstens ein. Aber der geht auch schon wieder auf Station. Wir brauchen dringend mehr Personal. Unser Personal ist ein bisschen zu wenig. Für unseren Superwachplan. Okay, wie läuft es eigentlich im Laden? Oh, jetzt sieht er super aus. Jetzt hat er das schon alles ziemlich weit weggeräumt. Das gefällt mir. Als solches. Und wir können ordentlich verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Gut. Das scheint zu funktionieren oder auch nicht. Weiß noch immer noch nicht, ja. Ah ja, das kann auch nicht funktionieren wegen Mangel an Verbindung. Will das unbedingt wirklich so haben? Ich weiß es nicht. Küchentechnisch sollten wir vielleicht auch mal was machen. Also wir müssen auf alle Fälle Personal aufstocken, weil das sieht überall kacke aus. Ein Koch vielleicht hier, in der Arzt haben wir wahrscheinlich genug. Drei Köche. Gehälter pro Tag, wir können eh keinen einstellen. Wegen Mangel an Kohle. Ah, ist gar nicht so einfach, wenn du Gefängnis führst und so. So, die strömen da. Wo. Ist immer krass, wie die durch die Gegend strömen, ja.
Vielleicht sollte man ja auch so ein Automatik-Ding da reinsetzen mal. Aber ich denke mal, das erste nächste Wichtige ist einfach Personal. Wahrscheinlich auch was für die Küche. Weil die kommen echt nicht mehr hinterher. Okay, Telefon gefunden. Telefon finde ich uncool. Du da. Was haben wir der? Bewertung? Keine Besserung. Geschätzte Rückfallrate 47%. Hat er noch ein bisschen was vor sich. Okay. Was natürlich spannend ist, ist diese Geschichte jetzt hier. Mal gucken. Informanten. Da haben wir einen potenziellen Informanten. Wie mache ich den nochmal zum Informanten? Ich glaube, das war dann so, den erstmal in Einzelhaft stecken, hier, 6 Stunden, ja. Und in der Einzelhaft kann man die dann konvertieren. Okay. Stark und hart. Okay. Jetzt sitzt unser Informant hier drin, ne? Und da konnte man den irgendwie umpolen. Informant. Sie besitzen keinen aktenkundigen Informanten. Häftlinge unter Zwang rekrutieren zum Beispiel in Einzelhaft. Ehemaliger Gesetzeshüter, ja. Häftling durchsuchen. Charakter. Ehemal. Aha. So, Häftling durchsuchen. Wie kommen wir zu Informanten? Ich glaube, es war dann so, den dann irgendwie hernehmen. Betrug, Geldwäsche, abgesessen, bestrafen. Nee. Dann können wir den hochstufen, umstufen. Wer es weiß, kann sie gerne mal rein in die Kommentare schreiben, wie man nochmal hier die Informanten gestaltet. Meine Meinung war das einfach hier sagen, zeige Formanten und ihren Informationen an. Okay. Der taugt wenigstens ein bisschen was. Das ist ein ganz harter da hinten. Stark. Stöch. Hart. Bandenmitglied. Bandenmitglied. Was haben wir denn am Bandenmitglied? Ein Mitglied. Naja, noch gar nicht. Sind doch ganz brav, die Jungs. Gut, ist aber jetzt nicht mehr wichtig, weil nämlich unsere Zeit ist schon längst rum. Wir haben ein bisschen überzogen. Der Laden läuft, das ist doch super. Und wir müssen Personal einstellen, weil wir haben ein bisschen überzogen mit der Personaldecke sozusagen. Tja, eure Aufgabe nochmal gucken, wie das war mit den Informanten. Mich würde es weiterhelfen. Uns würde es weiterhelfen. Einfach mal reinschreiben, wie das geht. Würde mir sehr helfen. Sonst bleibt mir eigentlich noch eins zu sagen. Abonnieren nicht vergessen. Nette Kommentare schreiben. Daumen nach oben, das hilft mir am meisten weiter. Und ich bin Mac Vurago und sag Servus und Ade.